Wir alle sind konfrontiert mit Krieg. Wir hören davon und können soweit sagen, hier in der Schweiz ist es immer noch mit einer gewissen Distanz, aber es ist durch den Ukraine-Krieg näher gekommen. Es gibt 30 bewaffnete Konfliktherde aktuell. Alle schauen natürlich jetzt eben auf das, was in der Nähe ist. Aber alle anderen sind schon zum Teil über Jahrzehnte. Und was das alles mit sich bringt, wir sehen es immer wieder in Bildern, das Elend, Hunger, Tod. Und dann haben wir in diesen Konflikten noch gar nicht mitgerechnet, alle Unterdrückung, die passiert durch Staaten. Wir denken zum Beispiel Nordkorea. Oder Drogenkrieg, Süd- und Mittelamerika. Oder, wenn wir noch ein bisschen mehr in die einzelnen Zellen gehen, Streit in Familien und so weiter. Nun, die Menschen sehnen sich nach Frieden. Und ich denke, wenn wir eine Umfrage machen und ihn fragen würden, würdest du gerne Frieden haben, würde jeder sagen ja, oder? Also die ganze Welt sehnt sich danach. Übrigens gibt es einen speziellen Wissenschaftszweig, nennt sich Friedensforschung. Schon mal gehört? Friedensforschung. Ich habe dann gegoogelt, Friedensforschung bezeichnet einen Teil der Konfliktforschung, der die Grundlagen für dauerhaften Frieden zwischen Staaten, Völkern und Menschen erforscht. Schon seit Jahren. Was ist das Resultat? Relativ bescheiden. He? Nun ist natürlich die Frage, wo ist denn jetzt hier oder was ist denn eigentlich das Problem? Oder wo ist die Wurzel von diesem Problem? Und genau hier unterscheidet sich jetzt, sage ich mal, die Wissenschaft in ihrer Friedensforschung und dem, was die Bibel uns sagt. Die Ursache für all das Leid, für all diesen Zwist, all diesen Krieg, all diese Auseinandersetzungen liegt dort in 1. Mose Kapitel 3. Wir sprechen allgemein vom Sündenfall. Und Paulus im Kapitel 5 im Römerbrief, ein bisschen später als die Verse, die wir dann lesen, sagt, durch einen Menschen, Adam, nicht Eva, Adam hatte die Verantwortung, durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Mit dem das ganze Elend, was wir erleben. Das ist mal die Grundlage. Von dem müssen wir ausgehen. Und wenn man die Diagnose, die göttliche Diagnose im Römerbrief, Kapitel 3, zusammenfassend, beginnend im Kapitel 1, Vers 20 und folgende, ganze Kapitel 2, eben Kapitel 3 bis Vers 20. Da ist ja eine Diagnose gegeben. Da wird eigentlich beschrieben, der unmoralische Mensch, der moralische Mensch, der religiöse Mensch. Und das Fazit, ziemlich ernüchternd, wenn wir das so lesen. Also sie, und er redet hier jetzt eben von den Menschen, ganz allgemein, hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht. Und jetzt deshalb, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist das Grundproblem und das Grundübel. Und von dem müssen wir mal ausgehen. Bevor wir überhaupt eben über Frieden reden können, müssen wir sehen, weshalb denn kein Friede da ist.
Also das heißt, die Diagnose, wie beim Arzt, oder? Wenn ihr zum Arzt geht, dann das Erste, was er macht, ist mal untersuchen und eine Diagnose stellen. Nun, wenn die Diagnose falsch ist, dann wird eine falsche Therapie verschreiben, oder? Und so ist es hier auch. Wenn die Diagnose, die wir stellen, falsch ist, dann werden wir eine falsche Therapie wählen. Und so haben wir jetzt versucht, mal vom Worte Gottes her einfach mal die Diagnose zu stellen, bevor wir uns jetzt diesen Versen nähern, die wir heute anschauen wollen im Römerbrief, Kapitel 5, die ersten paar Verse. Paulus schreibt hier, nachdem wir durch den Glauben in unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet und im Vertrauen oder im Glauben haben wir dieses Geschenk angenommen. Auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Soweit mal diese Verse. Wir können nicht alles in aller Tiefe ausloten, sonst bekomme ich da Probleme mit dem Zeitmanagement. Aber ein paar Gedanken möchte ich mitgeben. Also die göttliche Therapie oder die göttliche Lösung. Das allererste ist der Friede mit Gott. Wenn wir nicht Frieden mit Gott haben, wird es keinen Frieden mit dem Nächsten geben. Das ist unmöglich. Also ist das allererste, dass wir hier diesen Frieden erlangen können. Und was interessant ist, Paulus nennt ihn im gleichen Brief, Römerbrief, Kapitel 15, Vers 33, der Gott des Friedens aber, sei mit euch allen, der Gott des Friedens. Unser Gott ist ein Gott des Friedens. Er möchte den Frieden. Er bietet uns seinen Frieden an. Und hier ist jetzt genau die Schwierigkeit. Wir haben gesehen in der Diagnose, alle Menschen sind schlussendlich abgefallen. Kein einziger Mensch hat von sich aus Gott gesucht oder könnte die Herrlichkeit Gottes erlangen. Niemand. Niemand von uns kann sagen, ja von mir aus, ich war ein so guter Mensch, Gott muss mich jetzt so annehmen. Und wir haben es auch heute Morgen in den Liedern ausgedrückt, das ist nur die Gnade. Die Gnade vom Wort ist genau das, was von Gott her uns gegenüber angeboten wird. Nicht aufgrund von etwas, das wir sind oder getan haben, liebt er uns. Oder hat er uns den Frieden und die Versöhnung angeboten? Sondern weil er, ein Gott der Liebe, alles getan hat in seinem Sohn, Jesus Christus. Er ist freiwillig gekommen, hat freiwillig sein heiliges, sinnloses Leben dort am Kreuz für uns hingegeben. Und durch seinen Tod hat er unsere Schuld bezahlt. Er hat gesühnt. Das Wort Sühne und gesühnt ist vielleicht ein Wort, das wir heute im Alltäglichen nicht mehr so gebrauchen.
Aber es heißt, er hat dort den gerechten Zorn Gottes besänftigt. Er hat dort die Schuld, die wir nicht bezahlen konnten, bezahlt. Und deshalb kann er uns jetzt die Hand hinstrecken. In Gnade, eben unverdienterweise, weil Gnade ist ja unverdient. Und so können wir mit Paulus einstimmen im 2. Korinther, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Das ist diese wunderbare Gnade. Und so kennen wir das auch, dieses Sola Gratia, oder das war ja einer der 5 Pfeiler der Reformation. Es ist nur die Gnade, nicht unser Verdienst. Unsere Seite ist sola fide, nur der Glaube. Wir müssen nicht mit den Knien irgendwo hingehen oder auf den Knien. Wir müssen nicht meinen, wir müssen irgendetwas tun. Das können wir nämlich gar nicht. Wir dürfen von Herzen mit Glauben das annehmen. Und deshalb schreibt er ja im Römer, was wir vorher gelesen haben, im Kapitel 5, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott. Und diese Versöhnung, von dem insbesondere eben 2. Korinther 5 sehr ausführlich spricht, diese Versöhnung beinhaltet eben, dass unsere Beziehung zu Gott nun wieder in Ordnung ist. Vorher war eine Kluft da. Die Sünde trennte uns von der Gemeinschaft mit Gott und raubte uns den Frieden in uns, den Frieden mit Gott. Aber jetzt dürfen wir durch den Glauben diese Versöhnung haben, diesen Frieden mit Gott haben. Ich möchte etwas persönlich werden. Ich kenne da nur Einzelne, aber es ist schön, Gott kennt jeden Einzelnen. Er kennt die Herzen. Und so ist für mich diese Frage, wie sieht das bei dir überhaupt aus? Ganz persönlich. Muss jeder für sich, also keine Angst, ich mache kein Interview. jeder für sich diese Frage, bin ich versöhnt mit Gott? Habe ich das erlebt? Ist es wirklich so, dass Jesus Christus mein persönlicher Herr und Heiland ist? Oder man kann auch anders fragen. Sollte es sein, dass Gott dich heute abberuft von dieser Erde? Das wissen wir ja nicht. Und du stehst jetzt da an der Türe zum Himmel. Und Gott steht da und sagt, ja, wieso soll ich dich jetzt reinlassen? Was sagst du dann? Bist du dann sprachlos? Oder kannst du sagen, aufgrund der Gnade, aufgrund von dem, was Jesus gemacht hat und dich im Glauben angenommen hat, darf ich eintreten? Das hast du versprochen in deinem Wort. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Und das ist die Frage. Ist das so bei dir? Hast du diesen Schritt gemacht? Wenn nicht, dann möchte ich auffordern. Warte nicht länger. Das Zweite ist natürlich, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, leben wir jetzt auch in diesem Weg. Oder wir sind ja versöhnt mit Gott. Gott schaut jetzt mit seinem Wohlgefallen auf uns. Aber er möchte, dass wir in diesen Werken wandeln, die er für uns bereits vorbereitet hat, gemäß Epheser 5. Gott hat für dich einen Plan für dein Leben. Er möchte, dass du diesen Plan, den er vorbereitet hat, diese Werke, die er vorbereitet hat, dass du in diesen Werken wandeln kannst. Und so möchte ich diese Verse noch mitgeben, eben im Hebräer 3, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Gott ruft. Er sagt, heute ist die Zeit, wo wir umkehren können. Ist die Zeit, wo wir uns ihm hinwenden können.
Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich denke, es ist immer wieder ein guter Moment, wenn wir uns einfach fragen, wo stehe ich vor Gott? Bin ich überhaupt auf dem Weg? Dann ist hier ganz klar, heute mach dich auf den Weg. Komm zu Jesus. Bist du auf dem Weg? Wo bin ich auf diesem Weg? Bin ich auf dem Weg, den der Herr für mich will, oder bin ich noch auf einem eigenen Weg? Das hat sehr viel eben auch mit diesem Thema des Friedens zu tun. Weil die Frage ist nämlich jetzt, zeigt sich jetzt dieser Frieden, von dem wir gehört haben, in meinem Leben? Oder wir haben gelesen zu Beginn im Kapitel eben 5, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eine Tatsache, die wir so annehmen dürfen. Aber das ist nicht etwas, das einfach nur hier im Verstand, im Kopf sein soll. Gott möchte, dass dieser Frieden in meinem Herzen ist. Dass ich diesen Frieden ausstrahlen kann. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern am Montagmorgen. Oder? Und genau da ist die Frage, wie kann das passieren? Wie geschieht das? Und die Voraussetzung ist, dass wir eben auch im Geist leben. Der Text hat ja auch gesagt, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen worden ist. Der Heilige Geist, der eben in uns wohnt. Und genau das ist eben auch eine Frucht des Geistes. Das ist Galater 5, 22. Wenn wir im Geist wandeln, dann kann der Heilige Geist seine Frucht in deinem Leben bewirken. Dann wird eben eine der Frucht, wir sehen, Liebe ist natürlich auch eine wichtige Frucht, aber eben auch der Frieden gehört auch dazu. Dieser neunfachen Frucht, die dort beschrieben ist in Galater 5, lesen wir, dass eben Frieden eine dieser Früchte ist. Und da geht es um diesen ganz konkret erlebbaren, praktischen Frieden in deinem Herzen. Und da ist die Frage, wie sieht das aus bei dir? Hast du, oder Frieden führt ja auch zu einer Zufriedenheit, oder? Das Wort Frieden ist bei Zufriedenheit mit da drin. Bin ich zufrieden oder bin ich rastlos, unzufrieden? Immer irgendwie in Bewegung, weil ich eben keine innere Ruhe habe. Ruhe gehört auch dazu. Oder Frieden führt zu einer Ruhe. Nicht, dass ich falsch verstanden werde, es geht nicht um Passivität, oder? Also der Friede Gottes in uns führt zur inneren Ruhe, aber nicht zur Passivität, oder? Ist auch klar. Er führt zur Aktivität, aber die Aktivität, die Gott für uns vorbereitet hat und möchte. Nun, was heißt überhaupt eben im Geiste leben? Das ist natürlich ein Thema für sich. Ich möchte nur drei ganz wichtige Pfeiler einfach nochmals in Erinnerung rufen, weil das ja sicherlich nichts Neues ist. Das Allerwichtigste ist immer die Beziehung, der Dialog mit Gott. Dieser Dialog beinhaltet das Lesen des Wort Gottes. Und da frage ich mich immer wieder mal, wie sieht das aus bei mir selber? Und ganz allgemein in unserer Zeit, nimmst du dir die Zeit, um auf Gott zu hören? Oder wie sieht dieser Dialog aus? Versuche das mal zu analysieren, einfach mal für dich zu überlegen, letzte Woche, wie war das jetzt? Wie viel Zeit habe ich verbracht, um auf Gott zu hören? Und zwar wirklich durch sein Wort, indem ich das Wort lese, man kann es natürlich auch hören, oder? Ist klar. Und im Gebet, indem ich mit ihm rede. Oder hat sich das irgendwie
verkürzt auf 5 Minuten, bitte, Herr, mir fehlt das und das und das und das. Und schau vielleicht noch für meinen Allernächsten, aber oder das ist mal die Analyse, die man sich machen muss. Also dieser Dialog mit Gott, dieser Austausch, ihm Zeit geben. Luther hatte gesagt, ich versuche immer einen Zehntel zu geben von meiner Zeit. Finde ich eine gute Sache, oder? Den Zehnten. Das ist nicht ein Gesetz, oder? Aber wenn wir nicht einmal den Zehnten geben, muss man sich dann schon fragen, oder? Wie ist diese Beziehung? Übrigens kennt ihr das ja auch in der Beziehung mit dem Allernächsten. Also für die, die vielleicht verliebt sind, oder? Der Allerliebste. Meine, wenn der nicht mal 10% hat, oder? Von seiner Zeit. Wenn er nur gerade 5 Minuten pro Tag hat, dann dürfte diese Beziehung wahrscheinlich irgendwann mal in die Krise kommen, oder? Auch in der Ehe oder wo immer. Also Zeit geben. Gib Gott Zeit, indem du mit ihm austauschst. Übrigens, Luther hat dann noch gesagt, also wenn ich wirklich viel zu tun habe, dann nehme ich mir 3 Stunden Zeit. Klingt jetzt vielleicht paradox, oder? Aber ich glaube, gerade dann ist das wichtig. Und ich meine, ich rede von eigener Erfahrung. Ich bin einfach auch jemand, der immer eine lange Liste hat von Sachen, die man noch tun kann, oder? Und ich muss mich auch immer wieder selbst disziplinieren und sagen, nein, jetzt möchte ich mir einfach diese Zeit nehmen. Weil ich möchte aus der Ruhe und aus der Gemeinschaft mit Gott heraus irgendetwas tun. Weil sonst gibt es diesen Aktivismus und am Schluss ist gar nicht das, was der Herr will. Und dann eben fehlt dieser Friede. Das andere ist natürlich die Gemeinschaft, eben die christliche Gemeinschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder pflegen. Und dann natürlich der Dienst für das, was der Herr dich berufen hat. Also wir haben gesehen, der erste Schritt, der Frieden mit Gott, in dem Moment, wo du an den Herrn Jesus geglaubt hast, dein Leben ihm hingegeben hast, darfst du wissen, durch das Wort Gottes, du hast Frieden mit Gott. Er möchte jetzt diesen Frieden als Frucht des Geistes in deinem Herzen haben, so wie er durch den Geist seine Liebe in dir ausgießt. Diese Agape-Liebe. Diese Liebe, die eben den Nächsten lieben kann, nicht weil er liebenswürdig ist, sondern weil es eine göttliche Liebe ist, die mich dazu bringt, eine übernatürliche Liebe, so möchte er auch, dass dieser übernatürliche Frieden in deinem Herzen wohnt. Unabhängig von den Umständen. Oder wir sind dann eben nicht mehr abhängig, wie es um uns herum geht. Und so möchte ich zum nächsten Schritt kommen, und zwar jetzt die aktive Aufforderung. Das ist ein dritter Teil. Strebst du nach diesem Frieden? Wir haben jetzt gesehen, die Voraussetzung, die ist jetzt da, dass wir eben auch Frieden haben können mit dem Nächsten. Also dieser Friede muss sich auch zeigen in deinem Leben. Wenn du andauernd Streit hast mit allen rundherum, dann stimmt irgendetwas nicht, oder? Wenn immer alle anderen schuld sind, dass jetzt irgendetwas nicht funktioniert und du dich aufregen musst, dann musst du vielleicht dich mal fragen, ob das Problem nicht bei dir liegt. Wenn du schnell reizbar bist, und alle anderen herum denken, ich muss sehr aufpassen, was ich da sage, dann hast du das noch nicht in die Praxis umgesetzt vom Frieden. Und dann musst du das ernst nehmen. Gott möchte dir diesen Frieden ins Herzen schenken. Er möchte aber auch, dass du ganz praktisch diesen Frieden mit deinem Nächsten lebst, praktisch umsetzt. Da gibt es dann Leute, ja, ich bin halt nicht so. Das kann ich gar nicht. Ja, natürlich kannst du das nicht, ich kann das auch nicht. Aber mit der Kraft Gottes können wir das.
Das ist also wichtig. Wenn diese Aufforderung von der Seite Gottes kommt, dann immer im Bewusstsein, Gott selber gibt dir die Kraft dazu. Er befähigt dich dazu. So lesen wir dann später im Römer 14, so lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Auferbauung dient. Also wir sollen das suchen, was eben zum Frieden dient. Oder Römer 12 drückt es dann noch ein bisschen anders aus. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und ich denke, wenn wir jetzt auch wieder eine Umfrage machen würden, jeder hat wahrscheinlich so seine Geschichten, oder? Wo er Unrecht erlebt hat. Wo andere ihm Leid zugefügt haben. Oder gibt es jemanden hier, der niemals Leid von jemand anderem erfahren hat? Wäre dann mal interessant. Gut, nicht. Wäre dann sehr interessant, oder das mal. Also, das heißt, das ist ein Erleben, und das haben wir auch im Text gelesen, übrigens interessanterweise, gerade auch in diesem Zusammenhang, hat der Paulus ja geschrieben von den Bedrängnissen, vom Leid. Weil wir wissen, dass dieses Leid, diese Bedrängnis, Standhaftigkeit, Bewährung bringt. Das heißt also, wenn wir Leid erfahren, dann dürfen wir zu Gott kommen und sagen, Herr, das, was ich jetzt hier erfahre, lässt du zu mit einem guten Zweck. Oft sehe ich den Zweck noch nicht ganz, oder? Aber ich weiß, du möchtest etwas Gutes damit bewirken. Und jetzt werde ich aufgefordert, so viel es an dir ist, an mir ist, halte jetzt Frieden. Oder das Natürliche ist klar, wenn mir jemand Leid hinzufügt, dann suche ich in meinem Arsenal, Waffenarsenal, oder? Was habe ich für gute Waffen? Und dann schieße ich zurück, oder? Das ist das Natürliche. Ich suche nach Worten, bei denen ich weiß, mit dem kann ich den anderen richtig treffen, oder? Da weiß ich, das trifft, oder? Das sitzt dann. Das ist das Natürliche. Das ist in uns. Rache ist süß. Aber Römer 12 sagt genau, rächt euch nicht. Und ihr müsst mal, also für alle diejenigen, es gibt vielleicht Leute, die schauen nie einen Film, aber für diejenigen, die so manchmal gewisse Filme, Filmgenre schauen, es gibt so diese Filmgenre, bei dem zu Beginn, müsst ihr mal darauf achten, zu Beginn passiert etwas wirklich Schreckliches. Aber das ist so fies, so bös. Also, dem muss man es heimzahlen, oder? Und dann ist da irgendjemand, entweder derjenige, der es leid erfahren hat, oder jemand anders, der rächt jetzt das Ganze. Meistens noch schlimmer. Und dann hat man so den Eindruck, jawohl, das sitzt jetzt. Das ist genau richtig für den. Und dieses Denken, das in diesen Filmen so zum Ausdruck kommt, bei dem man so richtig sagt, jawohl, genau, und am Schluss wird er noch ganz vernichtet, oder? Das ist das Göttliche sich total falsch. Weil Römer 12 sagt genau etwas anderes. Und da müssen wir uns hüten davor. Das heißt also, wenn mir jemand Leid hinzufügt, wenn jemand schwierig ist, und ich glaube, eben jeder hat so gewisse Leute, die sind jetzt einfach mal nicht so einfach. Dann habe ich mir persönlich gesagt, dann will ich zu Gott gehen und Danke sagen. Sage Danke, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um zu üben. Übungsgelegenheit. Ich weiß nicht, wer hat Militär gemacht? Militär? Einige wahrscheinlich, ja. Ihr wisst, wie das ist, oder? Man braucht ja Übungsgelegenheiten, oder? Und so brauchen wir Übungsgelegenheiten, bei denen Gott bei uns genau diese Fähigkeiten, wie zum Beispiel Geduld, hervorbringen kann. Habt ihr schon mal versucht, Geduld zu lernen, indem ihr ein Buch gelesen habt?
Hat das jemand mal gemacht? Ein Buch lesen über Geduld. Gibt es das überhaupt? Versteht, was ich meine? Es gibt Themen, da kann man noch so viel lernen im Kopf. Man muss das erleben und einüben. Und erst dann kann man vielleicht einmal geduldiger werden. Und Geduld ist genau ein Thema, das im Zusammenhang mit Halte Frieden sehr wichtig ist. Mit Geduld den anderen ertragen. Mit Weisheit umgehen mit dem. Das heißt nicht alles einfach über sich ergehen lassen, das ist klar, man muss Themen ansprechen. Aber das Ziel ist immer, den Frieden zu halten. Das Ziel ist immer wirklich, dass der andere gewonnen wird. Dass der andere zur Umkehr kommen kann. Und es heißt, ihr haltet Frieden, so viel an euch ist. Es gibt manchmal Menschen, die wollen keinen Frieden haben. Da muss man die halt stehen lassen. Das kann ich nicht erzwingen. Aber von meiner Seite her kann ich sagen, für mich ist die Sache in Ordnung, ist abgeschlossen. Ich habe dem vergeben, auch Thema Vergebung, das ist natürlich sehr wichtig hier. Und ich habe Ruhe, ich habe Frieden darüber. Da gäbe es jetzt sehr viele praktische Sachen, eben in diesem ganz praktischen Umgang mit den Menschen um uns. Aber wir werden aufgefordert, hier eben alles zu tun, dass eben diesen Frieden, den Gott uns geschenkt hat, in unserem Herzen durch den Heiligen Geist Realität wird, auch Realität wird im Umgang mit den Mitmenschen. Dort, wo wir Unfrieden sehen, wo wir Krieg sehen und wir können, haben keine Möglichkeit, direkt einzugreifen, was können wir da tun? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Beten, Fürbitte. Oder die Fürbitte heißt ja, ich bete für andere. Also wir beten für Frieden, wir beten auch in der Ukraine, für all diesen Konfliktherden, beten wir für Lösungen, dass Frieden da sein kann. Wir beten, dass der Herr noch weiter Gnade hat bei uns, dass der Friede erhalten bleibt. Das ist auch ein wichtiger Dienst in dem. Ich fasse das Ganze zusammen. Wir haben also gesehen, dass Wurzel oder die Wurzel des Übels ist eben die Sünde. Die Sünde in uns führt zur Entfremdung mit Gott und Entfremdung untereinander. Der Lösungsweg, wir brauchen zuerst den Frieden mit Gott. Ich kann noch 100 weitere Jahre Friedensforschung betreiben, es wird keinen Frieden geben ohne Gott. Ohne den Friedensfürsten, Jesus Christus, wird es keinen Frieden geben. Der Friede beginnt in der Beziehung mit ihm. Der Friede auf dieser Welt wird erst kommen, wenn der Friedensfürst wiederkommt. Auch das wissen wir. Aber wir sind die Erstlinge des Friedens. In unserem Herzen darf das beginnen. Und so möchte er durch den Heiligen Geist in dir diesen übernatürlichen Frieden bewirken. Und das wird sich zeigen, indem du eine Ruhe ausstrahlst, indem dieser Friede eben wie wahrnehmbar wird. Und dann wirst du auch Frieden mit dem Nächsten suchen und anstreben. Und wenn es eben schwierig ist, nochmals, nimm das als Gelegenheit wahr. Nicht, oh nein, nicht schon wieder der, sondern jawohl, wunderbar, kommt er wieder. Das gibt mir die Gelegenheit, dass ich wieder mal richtig das einüben kann, wie geht man mit schwierigen Menschen um. Oder? Also seht das als Gelegenheit und zeigt diese Liebe, die wir gelesen haben, die ja in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Und dann sucht mit Weisheit zu begegnen und Konflikte zu lösen.